Hier sind wir wieder mit unserem wöchentlichen Vlog. Ja, alles neu macht eigentlich der Mai, aber wir haben uns jetzt schon Anfang April, Ende März dazu entschlossen, jetzt wieder Vlogs zu drehen und das auch regelmäßig. Wir hatten ja in den letzten Monaten viel zu tun. Ich bin ja auch kaum zum Lesen gekommen. Jetzt ist die Zeit wieder reif, dafür mal wieder was zu drehen. Ja. Tja, und lange Rede, kurzer Sinn. Was gibt es neu bei den Glimmerfeen? Allzu viel ist es nicht geworden, aber das bisschen, was neu ist, das teilen wir euch natürlich gerne mit. Genau. Und wir werden jetzt auch wieder den Kanal Glimmer TV ein bisschen mehr pflegen oder überhaupt pflegen. Wir hatten ja bis jetzt nur ins Leben gerufen, ein paar Videos hochgeladen. Aber auch da werden jetzt auch bald die ersten Rezepte online gehen. Ich denke, innerhalb der nächsten 2 Wochen, wenn ich jetzt in den nächsten Tagen. Aber wir sind bereit, ja, jetzt auch wieder mehr Videos zu drehen. Der Winterschlaf ist vorbei und zusammen mit der Frühlingssonne kamen jetzt auch unsere Videodrehkräfte zurück. Ja, obwohl die Sonne uns ja heute gleich dann mal wieder passend im Stich gelassen hat. Aber nichtsdestotrotz und vor allen Dingen möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen für die vielen Abos, die ihr uns auf Glimmer TV gegeben habt. Und es tut uns unheimlich leid, aber wir haben diese ganze Welle, die da gekommen ist an Abos, haben wir einfach nicht geschafft zu verarbeiten und uns bei jedem von euch persönlich zu bedanken. Das möchten wir hier jetzt an dieser Stelle nochmal nachholen, aber wir werden versprechen jetzt ganz hoch und heilig. Wir werden uns auch da jetzt wieder verstärkt darum bemühen. Aber wie gesagt, wir hatten halt ziemlich viel zu tun in den letzten Wochen. Und ab sofort läuft alles wieder ganz nach Glimmer. Feenart. Ja. Ja, großes Thema im Moment ist ja Panem. Panem ist ja überall, wohin man guckt, wohin man hört. Jeder spricht im Moment über Panem. Wir sprechen nicht über Panem, weil wir haben noch nicht das Buch gelesen oder die Bücher. Und wir haben auch noch nicht den Film gesehen. Und ich glaube, wir werden ihn wohl auch nicht in nächster Zeit sehen, weil Dystopien sind ja allgemein nicht so ganz unseres. Und im Moment spricht mich einfach nicht an. Ich glaube, ich habe den Panem-Zug schlichtweg verpasst. Und ja, im Moment ist da einfach bei mir zumindest nicht das Bedürfnis, das jetzt lesen oder sehen zu wollen. Nichtsdestotrotz gucken wir gerne eure Rezensionen über dieses Thema und hören uns auch gerne an, wie ihr die Bücher findet. Und wir sind ja sowieso nicht so die Kinogänger, wenn warten wir immer vornehm und so weiter, bis der Film auf DVD oder Blu-ray erscheint und dann gucken wir. Also Panem hat noch ganz, ganz viel Zeit. Mal gucken, ob es uns doch noch erwischt, bevor der Film halt auf DVD raus ist. Also schreibt uns mal, wie ihr Panem findet, wie ihr das Buch findet, wie ihr den Film findet. Es interessiert uns sehr, obwohl wir im Moment bis jetzt noch nicht so ganz überzeugt sind, ob Panem was für uns ist. Ja, Fragen der Woche hatten wir keine. Ihr könnt jetzt wieder Fragen, ihr könnt jetzt auch die ganze Zeit, aber ja, Fragen sind erwünscht und erlaubt. Schreibt sie uns und wir versuchen sie zu beantworten. Ja, sonst kommen wir uns hier ja auch so ein bisschen ganz allein hinter unserer kleinen Theke vor. Es ist ja schön, wenn wir uns ein wenig mit euch austauschen können. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder ich weiß nicht was euch auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns das doch bitte in die Comments. So, und dann sind wir bei der nächsten Kategorie und das ist, was lesen wir gerade? Und da fängst du am besten an. Ja, ich fange mit diesem Buch an, Helen Simonson, Mrs. Alis unpassende Leidenschaft. Und ich bin da jetzt auf Seite 359. Es ist ein sehr schönes Buch und hinten steht drauf, ein Leben ohne Tee ist möglich, aber sinnlos. Es erzählt halt in groben Zügen jetzt die eine zarte Liebesgeschichte, die sich da gerade entspinnt zwischen einem alten Major, einem Engländer, einem Briten durch und durch, noch ganz die alte Schule, und einer pakistanischen Witwe, die den Dorfladen betreibt. Dass so eine Freundschaft natürlich nicht gerne gesehen wird, vor allen Dingen auch von den Verwandten, das ist ganz klar. Und ich bin mal gespannt, ob die beiden etwas reiferen Herrschaften doch noch zueinander finden werden. Zusammen lesen wir mit dem
Ja, mit dem Piano in die Pyrenäen von Tony Hawks, wie ich lernte, unter lauter Franzosen zu leben. Wir hatten ja schon von ihm gelesen mit dem Kühlschrank durch Irland. Ein geniales Buch und wir hoffen so sehr, dass der Film, weil es wurde auch verfilmt, dass der irgendwann mal in Deutschland rauskommt, weil ich bin total angetan gewesen von mit dem Kühlschrank durch Irland. Ich habe es jetzt auch, glaube ich, 2 oder 3 Mal schon gelesen. Ja, und diesmal, wir sind zumindest jetzt schon mal so weit, dass Tony Hawks sich jetzt ein Haus in Frankreich kauft. Das alles ist natürlich, wie es sich für ihn gehört, natürlich nicht ganz so normal abgelaufen, dass man den Wunsch hegt, ich möchte da leben, sondern es ist wieder mal eigentlich fast eher ein großer Zufall. Da fährt man in den Urlaub, um ein bisschen Ski zu fahren und der Freund kann nicht, weil er was am Knöchel hat und dann sagt man sich, was machen wir jetzt? Ach, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt hier gerade mal ein Haus. Tja, und das Angebot wird angenommen und so kommt er wie Jungfrau zum Kind. Er ist jetzt stolzer Besitzer eines Hauses in den Pyrenäen. So, ich lese im Moment die Biografie von Madonna. Ja, wie bin ich auf diese Bio gekommen? Weil ich bin kein großer Madonna-Fan, das muss ich gleich vorweg sagen. Also erwartet jetzt nicht, dass ich hier mit Madonna rauf und runter höre. Ein paar Lieder von ihr sind natürlich auf meinem iPod, weil ich bin ja mit der Musik von ihr groß geworden. Aber wirklich begeistert hat diese Frau mich eigentlich nie. Jetzt hatten wir aber bei Glee gibt es so eine Madonna-Episode, irgendwann in der 2. Staffel. Und da hieß es, man könnte von Madonna unheimlich viel lernen. Und und dann habe ich mich halt gefragt, wer ist denn überhaupt Madonna? Und da musste natürlich auch die Biografie ran. Und das hatte ich mir bei Rebuy bestellt und ganz günstig. Es kam dann auch gebunden, was mich sehr gewundert hat. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich habe jetzt schon gelesen 178 Seiten. Es geht hier weniger um ihre musikalische Karriere, es geht hier mehr um die Person Madonna, was ich persönlich wesentlich interessanter finde, als jetzt nur wie sie Songs schreibt und auf was für Gitarren oder was auch immer. Das ist nicht so unbedingt das mit hier, wo ich mich reindenken kann. Mich interessiert hier auch die menschliche Seite und die kommt super gut rüber. Es sind auch viele Fotos drin. Ja, und ich bin gespannt, ob mich dieses Buch jetzt auch noch weiter begeistert. Seltsamerweise habe ich jetzt irgendwie herausgefunden, dass Bücher, Biografien von Leuten, die ich nicht so spannend finde oder nicht so gern mag, mich eigentlich wesentlich mehr faszinieren als die Bios von den Leuten, die ich mag. Ja, und weil ich hier unheimlich viel nachdenke, reflektiere, nochmal überlege, wer wirklich diese Person Madonna ist und wie das eine zum anderen kam, lese ich jetzt, und das war ist heute in meinen Besitz gewandert, das ist Lügst du noch oder liebst du schon von Rebecca Fischer. Und das werde ich jetzt gleich anfangen. Ich hatte schon eben die erste Seite gelesen und ich bin hooked. Das andere Buch von Rebecca Fischer, alias Gabriella Engelmann, hatte ich ja Anfang letzten Monats gelesen und ich freue mich jetzt auf diese Lügengeschichte, diesen wunderbaren Chiclet-Roman, denn ihr habt es geschafft, ihr habt mich mit Chiclet angesteckt. So, und dann erzähl mal, was wir gesehen haben. Ja, also Sina sagte ja schon, wir sind momentan noch so ein bisschen im Glee-Fieber. Wir sind jetzt bei der 2. Staffel angelangt. Ich glaube, die erste oder zweite DVD, die wir jetzt geguckt haben. Und ja, Glee macht nach wie vor sehr viel Spaß. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst bei den Serien, dass dann irgendwann der große Knick kommt. Bislang, toi toi toi, ist das bei Glee halt noch nicht passiert und wir haben nach wie vor richtig viel Spaß mit Glee. Ja. Und unser Lieblingscharakter, oder es entwickelt sich jetzt immer mehr Kurt zu einem unserer Lieblingscharaktere. Ja, und diese süße Lehrerin mit den roten Haaren. Ja, Emma. Emma ist eh die Genialste. Dann haben wir mal wieder gesehen Om Shanti Om, unser Lieblings-Bollywood-Film, zumindest einer unserer Lieblingsfilme. Wobei ich mittlerweile denke, das ist wirklich nur etwas für Leute, die Bollywood verstehen, weil Bollywood sich hier ja erstmal selbst auf die Schippe nimmt, bevor die richtige Story anfängt. Und da muss man dann schon wissen, wie Bollywood tickt. Also wo wir das erste Mal den Film geguckt haben, habe ich zu Sina gesagt, du tut mir leid, das ertrage ich jetzt wirklich nicht. Bollywood ist ja, gucke ich ja auch sehr, sehr gerne, aber das ist jetzt wirklich, das geht über die Schmerzgrenze hinweg, weil sich Bollywood wirklich da selber auf den Arm nimmt. Aber
Die zweite Nach Hälfte. Ungefähr einer halben Stunde oder 20 Minuten, eine halbe Stunde zieht dieser Film dermaßen an. Und es ist ein grandioser, wirklich super, super schöner Film mit Gänsehaut und allem Pipapo. Ja, wer ihn noch nicht kennt, sollte ihm vielleicht einen Try geben. Aber wie schon gesagt, man sollte schon ein paar Bollywood-Filme geguckt haben und man sollte wirklich auf Bollywood abfahren, sonst hat das wenig Sinn. Und man sollte über seltsame Ideen lachen können. Ja, dann haben wir gesehen The Tourist, ein Film, der ja zerrissen wurde und ein fürchterlich aussehender Johnny Depp. Ich finde ihn da wirklich nicht schön. Eigentlich bin ich der totale Johnny Depp-Fan, aber da... Ja, er wirkt sehr aufgedunsen, als wenn er irgendwie Cortison das Markante, hätte oder so. Das Markante ist einfach weg, was ich eigentlich so sehr an ihm liebe. Angelina Jolie ist auch bei mir immer eine Wackelkandidatin. Mal mag ich sie, mal mag ich sie nicht. Und Paul Bettany war eigentlich der einzigste, den wir durchgehend gerne mögen. Und wir haben diesem Film einen Versuch gegeben und er hat uns bestens amüsiert. Ja, es ist wirklich ein Film voller Glamour, voller Glanz. Venedig, unheimlich schöne Kostüme, tolle Palazzos. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film mit vielen Drehungen und Wendungen. Ja, er hat uns überraschen können und es war ja so ein richtiger, schöner Glamour-Film im Stil von, ich weiß nicht, womit ich es jetzt vergleichen sollte. Es erinnert aber jedenfalls so an den vergangenen Glanz von Hollywood. Ja, und wir werden aber auch zu diesem Film und noch zu Om Shanti Om auch was abdrehen für Glimmer TV. Und auch ein Film, den wir euch noch vorstellen werden, ist nur für Personal. Das ist eine französische Komödie. Und dieser Film konnte uns wirklich absolut begeistern. Es ist die Geschichte von einem, ich glaube, er ist Börsenmakler. Er arbeitet in einem Büro. Er ist der Chef, denke ich. Und er hat ziemlich viel Geld. Er hat ein großes Haus. Und er lebt dort mit seiner Frau. Seine Mutter ist wohl kürzlich gestorben und dem Dienstmädchen. Es war ja damals so üblich, dass Dienstmädchen, von wo wurden sie immer geholt? Spanien. Aus Spanien. Das war zur Zeit des Zeit von Franco, ne? Ja. Und es geht halt auch ansatzweise um die geschichtlichen Hintergründe, wie die Spanier damals behandelt wurden. Und sie sind dann halt nach Frankreich ausgewandert oder haben dort gearbeitet für ein besseres Leben. Und diese Spanier, so schlecht es ihnen geht, haben trotzdem eine solche Lebensfreude, dass sie einfach ansteckend wirkt. Ja, und dieses Ehepaar hat halt oben die oberste Etage ihres Hauses, da wohnen die Spanierinnen. Und sie leben da wirklich unter ganz schäbigen Voraussetzungen, dass die Toilette ist ständig verstopft. Aber sie sind sehr fröhlich und dieses Paar bekommt ein neues Dienstmädchen. Sie ist auch Spanierin und diese Frau bringt wieder Lebensfreude. Zumindest dem Mann, würde ich mal sagen. Genau, es ist eine herrliche Komödie, wirklich richtig gut und wird auch dazu werden wir noch was abdrehen. Ja. Wozu wir nichts abdrehen werden und wir haben es trotzdem gesehen, ist Zwei in einem Tag. Ich hatte das Buch angefangen zu lesen, ich habe es abgebrochen, ich habe jetzt den Film gesehen und beides konnte mich in keinster Weise überzeugen. Mar fand den Film so lala. Ja, aber dass ich sagen würde, den gucke ich mir nochmal an, garantiert nicht. Ich mag ja eigentlich Anne Hathaway sehr, sehr gerne, aber man fühlt sich, oder mir ist das so gegangen, man fühlt sich bei diesem Film irgendwie um das Schöne irgendwie betrogen. Genau. Da wird über Jahre eine Liebesgeschichte erzählt, aber im Grunde genommen sieht man sie ja immer nur aneinander vorbeilaufen und da, wo es jetzt gerade passt, da ist der Film dann eigentlich auch schon zu Ende und das auch ziemlich tragisch. Und da haben wir gesagt, das braucht eigentlich kein Mensch. Zumindest wir nicht. Genau. Also uns konnte er jetzt nicht begeistern. Und ein anderer Film, der mich abgeschreckt hat, war Brautalarm. Ja. War eigentlich so ganz nette Komödie, aber dann irgendwann
bei einer, ja, wo sie die Brautjungfern das Kleid halt aussuchen, da haben sie dann alle eine Magen-Darm-Grippe und ich hatte gerade mir wunderschön ein Gurkenbrot gemacht, habe mich da vor dem Fernseher wieder gesetzt und dann sehe ich da, wie das Waschbecken als Toilette missbraucht wird und dann haben wir uns überlegt, nee, da machen wir dann jetzt mal aus und gucken. Also es ist nicht unbedingt das, was man einen appetitanregenden Film nennen würde, denke ich mal. So, Aktivität der Woche. Das war das Steinhuder Meer. Wir waren, also nicht jetzt wirklich in dieser Woche, aber letzten Freitag waren wir im Steinhuder Meer und sind dort schön spazieren gegangen mit dem Hund. Ja, und vorher haben wir meinem Kindheitsidol, ich war ja in der Kindheit und so war ich ein absoluter Fan von Wilhelm Busch und der ist ganz in der Nähe bei uns hier geboren, in Wiedensaal. Das ist ein noch nicht mal ein Dorf, man nennt es ein Flecken und da ist er halt geboren und ja, da waren wir jetzt, sind da auch ein bisschen fotografieren gewesen. Wir haben ja vor Jahren schon mal sein Geburtshaus besichtigt. Was eher enttäuschend war? Ja, ich wollte es vorsichtig so ausdrücken, aber die Wiedensaaler machen momentan unheimlich viel. Vor einigen Jahren war da noch gar nichts, also das war halt Zufall, wenn man wirklich da das Haus gefunden hat, aber jetzt wird es wirklich schön. Man sieht, man tut was zum Andenken von Wilhelm Busch, das finde ich richtig toll. Und von da ist es ja auch nicht mehr weit bis zum Steinhuder Meer. Und ja, und da haben wir es uns richtig gut gehen lassen, Hund mit eingepackt und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Ja, war's. Ja, getrunken, gegessen und gebacken und das war Hirseauflauf. Ja, ich bin ja eigentlich immer ganz vorsichtig, wenn es wirklich so in diesen ganzen Körnerbereich geht, aber der Hirseauflauf, das muss ich jetzt sagen, schmeckte wirklich top und was mich ganz gewundert hatte, oben kam kein Käse drauf, sondern ja, so eine Schicht mit Cornflakes. Ja. Darunter konnten wir uns eigentlich beide nichts vorstellen, aber probieren geht ja über Studieren und es schmeckt wirklich super lecker. Solltet ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr möchtet, stellen wir euch zumindest den Link, ich weiß gar nicht, wo wir das her hatten, aber das finden wir schon wieder, setzen wir euch den Link auch mit in die Infobox. Also wirklich, probiert es mal aus, es ist wirklich ganz, ganz das lecker. Das Einzige, was ich jetzt nicht so gut finde, ist, wenn er nochmal warm gemacht wird. Nee, also macht nicht zu viel, sondern lieber eine kleinere Portion und esst die ganz auf, aber zum Warmmachen ist der weniger eignet sich geeignet. Das nicht so gut. Ja, und neu bei uns eingezogen, neu ausprobiert ist dieser wunderbare Hase, den haben wir eben beim Einkaufen. Hübsche kleine Hoppel und zwar bekommt ihr den bei Ernstings Family und er war in der Abteilung ganz stark reduziert und das eine Woche vor Ostern. Wer also noch keine Osterdeko hat, der ist wirklich total süß und für 1 Euro, denke ich, macht ihr da nicht den Fehler eures Lebens. Wir sind jedenfalls total froh, dass wir den Kleinen jetzt noch bekommen haben. Er ist total niedlich. Ja, und das wäre es von uns. Ich hoffe, und er hat Knickohren, das möchte ich noch sagen. Ihr könnt das also ganz nach Belieben, wie ihr möchtet. Knicken. Könnt ihr die Ohren knicken oder auch nicht. Ja, und das wäre es von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Vlog. Wir sind wieder regelmäßig dabei und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Ja, in diesem Sinne. Verbringt die Woche vor Ostern noch nett. Genießt die Ferien, wenn ihr jetzt Schüler seid. Ja, und lasst es euch gut gehen. Und wenn die Sonne rauskommt, dann raus mit euch und sei es mit einem guten Buch in der Hand.